Hallo, die Frauen am Brunnen treffen sich für das letzte Mal im Jahre 2019 und wir sind am 27. Dezember gerade immer noch in Weihnachtsstimmung und mal sehen, was wir heute zusammenbringen. Wir sprechen über Typologien in diesen Monaten. Wir hatten letztes Mal über Enneagramm gesprochen. Wir wollten heute eigentlich weitermachen damit, aber unsere Vortragende vom letzten Mal, Ulrike, ist nicht da und insofern habe ich mir ein bisschen was anders ausgedacht. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Check-in machen. Wer mag anfangen? Fang du an, Heidi. Ich fange an. Ja, also ich habe dieses wunderschöne Weihnachten. Es ist warm, also nachts nicht. Ja, nachts ist nah am Gefrierpunkt, aber tagsüber ist es schön sonnig und warm. Habe ich diese Tage ausgenutzt und bin mit einer neu gekauften, an einem langen Stiel Elektromotorsäge auf meine Olivenbäume los. Und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Jetzt kann ich endlich selber das machen, denn mit so einer anderen Motorsäge, wo ich immer so ziehen muss, das konnte ich nie leiden. Und jetzt bin ich so richtig in Euphorie. Zum Weihnachtstag selber, am Heiligabend, war mal wunderbar essen. Fisch, ganz tolle Sachen. Und am ersten Weihnachtstag bei einer Freundin, eine Gruppe von 6 oder 7 Leuten haben wir zusammen zu Mittag gegessen und ein bisschen mal nichts gemacht. Aber seit gestern und heute bin ich im Sonnenschein mit den Olivenbäumen zugange. Soweit zu mir. Okay, dann mache ich weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich von meinem Mann habe anstecken lassen und auch verkühlt werde. Ich fühle mich so irgendwie kalte Hände. Aber ich war heute auch unterwegs, auch schönes, klares Wetter, frisch. Und war auch gestern unterwegs beim Adventmarkt noch im Schloss Schönbrunn. Touristen, Touristen, Touristen und ich bin so froh, keine Touristin zu sein und das alles auch zu sehen. Es ist ja wirklich sehr schön, wenn man so durch die Seitenalleen geht. Rosen blühen noch und der Duftball, glaube ich, so irgendwie heißt das, blüht schon. Also wir haben sicher keine weißen Weihnachten in Wien. Und die wenigsten Leute sind böse deswegen. Also es ist in der Stadt nicht so wirklich angenehm. Ja, viel mehr kann ich eigentlich noch nicht berichten, wenn wir schauen, was ihr erzählen könnt. Danke. Mache ich weiter. Ich bin heute zurückgekommen. Ich war auf Familienbesuch und bin so einmal quer durch Deutschland gefahren, also bis nach Saarbrücken zu meiner Schwiegermutter und dann nochmal zu meiner Familie im Stuttgarter Raum. Heute zurückgekommen. Und es war vor allem gestern ein wirklich schönes Weihnachten mit viel Familie und mit Weihnachtsspaziergang, mit viel zu viel Essen, aber vor allem mit ganz vielen lustigen Geschichten. Also ganz viel Humor und das wirkt noch nach. Also es war sehr, wie soll ich sagen, durchaus auch tiefsinnig, aber irgendwie auch ganz leicht. Also ich habe es sehr genossen und bin davon noch so wie in einer anderen Welt und jetzt hier gerade angekommen. Ja, und freue mich auch auf die Rauhnacht-Tage, die noch da sind. Also für mich ist das immer eine sehr wichtige Zeit. Also eine Zeit des Innehaltens vor allem. Und von daher bin ich neugierig, was uns das heute mit den Typen in Verbindung bringt vielleicht. Ja, so bin ich heute hier. Gut, dann mache ich noch weiter. Versteht man mich? Ja. Ja. Nicht so? Lauter, oder? Besser? Gut. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ich habe heute auf der Fahrt, ich war bei Gerstecker bei Künstlerbedarf und habe mich mit 4 Büchern beschenkt, mit 4 neuen und noch ein paar anderen Sachen, habe ich euren Beitrag gehört und war irgendwie auch neugierig, mit was macht ihr heute weiter?
Das habt ihr ja so für euch behalten. So hinter den Vorhängen wird darüber beschlossen. Und merke eben, ich habe ganz viel vergessen gehabt von Enneagramm, obwohl ich Richard Rohr, also wie heißt er denn dann, Andreas Ebert, also ich habe schon ganz früh das Enneagramm kennengelernt, in Anführungszeichen. Genau, und merke aber klar, meine Heimat ist woanders, nicht im Enneagramm. Das hat sich heute beim Hören schon auch wieder bestätigt, ja, dass ich einfach froh bin, dass ich ja, viele Systeme kennengelernt habe und bei dem einen eben hängen geblieben bin. Weihnachten war es zum ersten Mal nach vielen Jahren mal wieder wirklich schön, weil das ist für Menschen, die allein leben, ja nie besonders leicht. Und heuer war es wirklich so, dass ich mit Schwester und Schwager und den zwei Nichten, meine Lieblingsfamilien, Teile, wirklich ganz schöne Weihnachten verbracht habe und irgendwie so wie ein neues Verhältnis zu denen gewonnen habe. Also es war wirklich berührend und schön und ja. Und jetzt sind eben Weihnachtsferien und ich merke einfach, Wetter ist ja leider nicht danach, ja, dass ich das eigentlich ganz schön finde und mich jetzt eben in die Bücher vertiefe. Ach ja, und da wollte ich mir erzählen zu den Rauhnächten. Ich habe eben dieses tolle Lied gefunden, 12 Days of Consciousness. Und da haben wir Weihnachten rausgefunden, das ist die Melodie eines amerikanisch-traditionellen Weihnachtsliedes und dass die 12 Rauhnachttage eben auch 12 Days of Consciousness beinhalten könnten. Ich habe das mit abgetippt und will es auch lernen und wenn euch das interessiert, kann ich es euch natürlich schicken. Ich finde es einfach klasse, diese Idee, welche Hold, stay on your breath. Also ganz viele Erinnerungen, wie kann ich in die Bewusstheit kommen? Welche Kanäle gibt es? Ganz schön. Ja, schreib es uns bitte, ja. Mhm. Weil du auch Rauhnacht, also schreibt jemand von euch die Träume auf? Die Rauhnachtträume? Nein? Also ich schreibe sie beharrlich auf, soweit ich sie erinnere. Und habe voriges Jahr, also da war ein einziger Monat, wo ich mir gedacht habe, seltsam, habe mir von einer bestimmten Person geträumt und der ist zu Tode erschrocken, weil er einen Ehrensalut hatte und der starb dann in dem Monat. Also ich bin, ja, also ich schreibe meine Rauhnachtträume schon seit vielen Jahren auf und lese sie halt dann im nächsten Jahr wieder durch und schaue mir an, was stimmt nicht und was ist seltsam gewesen. Und das Enneagramm habe ich meiner Enkelin, der Kleinsten, weitergegeben. Das ist dieses Buch, dieses Hübsche, das auch die Rosemarie empfohlen hat. Und sie hat gestaunt, aber es gibt Typen. Und dann haben wir gedacht, ja, schau nur, fang nur an, es wird Zeit. Und das ist ja auch sowas, ist auch schön. Weil wir, unsere Weihnachten ist immer mit viel zu viel Geschenken und natürlich köstlichem Essen, aber allmählich versuche ich die Familie ein bisschen ja, für das zu interessieren, was mich auch immer interessiert hat. Ja, schön, danke. Ich wollte Anna zu Anna sagen, vielleicht in dem Zuge unserer Typologie-Serie, ob du nochmal auch über deine Typologie und über das Human Design nochmal eine Stunde oder so mit uns sprechen kannst. Wir haben ja das schon mal gemacht, aber da war es nicht so eingebunden in eine, was glaube ich noch gar nicht öffentlich. Ja, das wäre schön. Und dann wollte ich noch wissen, was ist die Rauhnacht? Was sind die 10 oder 12 oder wie viele Rauhnächte? Und Christtag, also 25., 26. ist der erste, das gilt für Jänner. Und Februar ist dann eben 26, 27 und so geht es durchs Jahr hindurch. Ah, jeder Tag, jede Nacht ist für einen Monat ein Traum. Und warum heißt das Rauhnacht? Gute Frage, weiß ich nicht. Das heißt, jetzt für Dezember ist es schon vorbei, die Rauhnacht, die 2 Tage, oder? Nein, also es ist, das ist Jänner, Februar, ne? Also vom 25. am 26. die Nacht und vom 26. am 27. das ist Februar, 27. 28. ist März und so geht es weiter. Aha.
Okay, ich habe davon noch nie was gehört. Geh. Okay. Ja, mein ganzes Leben schreibe ich schon das auf. Na gut. Ja, ja, ich habe früher ganz viel, ich habe jede Menge Hefte vollgeschrieben mit Träumen. Im Moment erinnere ich sie nicht so, beziehungsweise ich merke es noch, wenn ich aufwache. Manchmal tue ich sie mir nochmal durchgehen und wenn ich es nicht gleich aufschreibe, dann sind sie weg. Ja, das ist die... Im Moment habe ich keine Lust zum Aufschreiben und insofern, ja, vielleicht mache ich es dann zum Februar, Januar, Rauhnacht. Okay. Ich glaube, die Vera, Nachnamen weiß ich nicht, die macht den integralen Salon in München, die hat ein Buch zu den 12 Rauhnächten geschrieben. Vera Griebert-Schröder. Okay. Ich kann ja auch dazu den Link schicken. Sehr schön, da werde ich das unten drunter stellen. Gut. Genau. Ja, ich habe jetzt gedacht, es war ja schon mal mein Anliegen, über die Native Perspectives zu reden. In Integral Life wurde das vorgestellt, die Native Perspectives, und als kleine Videos. Also wie sagt man denn bei uns, deine Perspektiven, von denen du ausgehst, aber Native, was sagt man denn, deine eigenen angeborenen Perspektiven, mit der du auf die Welt zugehst und mit denen du auch hörst, was andere Leute sagen und wahrnimmst. Und das ist ein ganz schönes Serie von kleinen Videos, und es wird dann auch erklärt, die verschiedenen Perspektiven. Und es ist natürlich auf Englisch und ich kann es euch auch nicht widerspielen, weil das ist ja Integral Life und da würde man also doch Copyright-Verletzungen machen. Aber ihr könnt ja gerne euch einschreiben mal für einen Monat und es dann dort runterholen. Ich habe es halt übersetzt und habe gedacht, ich erzähle euch einfach ein bisschen was darüber. Und dann können wir ja gucken, was wir damit anfangen. Also es geht um die Quadranten. Ne? Wir haben die vier Quadranten im Integralen. Das hat ja die Daniela in der ersten Folge ganz schön vorgestellt. Und wenn man die Native Perspective vom oberen Linksquadranten hat, dann ist man ganz stark im Kontakt mit seinem Inneren. Und man fragt sich, was macht Sinn? Was ist wichtig? Und was hat es damit zu tun, was für mich wichtig ist? Und das, wenn zum Beispiel sich Menschen treffen zu einem Projekt und miteinander arbeiten wollen, dann fragt sich der oben links Perspektive tragende. Er sagt, ist es das, was wir tun wollen, bedeutungsvoll für mich? Macht es denn Sinn für mich? Während wenn man nun die Perspektive obere rechte Quadrant hat, dann ist man im direkten Kontakt mit der Welt. Man ist direkt beteiligt und Aktion und Energie, und man ist nur darauf bedacht, was getan werden muss. Man guckt auf die Aktion, man möchte so bald wie möglich was tun, und dadurch findet man die Bedeutung. Während im unteren linken Quadranten, da geht es um die gemeinsame Resonanz, es geht um die Beziehung. Durch die Verbindung zu den anderen, die da sind, gewinnt man die Bedeutung für das gemeinsame Projekt. Und es ist wichtig, ob man zur Gruppe gehört und ob die anderen auch zur Gruppe gehören oder nicht. Und die Qualität der Verbindung ist wichtig für die Teamarbeit. Das ist absolut für den unten links Menschen das Wichtigste. Und da unten rechts hat den Zugang zu einem kohärenten Ganzen und zu allen seinen Teilen im gleichen Moment. Und die Bedeutung kommt aus der Art und Weise, wie die Dinge zusammenpassen. Und ein Mensch, der in unten rechts orientiert ist, die Perspektive einnimmt, der geht erst zur Aktion über, zum Handeln über, wenn er verstanden und gesehen hat, was zusammenpasst, ob es zusammenpasst. Wenn es nicht zusammenpasst, keine Aktion. Okay, das war jetzt so eine Art kurzer Überblick. Und dann sind es kleine, nette Videos. Dann sitzen die vier Leute, die jeder seine Perspektive haben, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links. Die sitzen an einem Tisch und da fängt der oben rechts gleich an und sagt, lasst uns anfangen. Ja, das ist der immer gleich in Aktion gehen will.
Dann sagt die oben rechts, habe ich das gesagt richtig? Oben rechts, dann möchte gleich anfangen. Und die unten links, die sagt, kann ich hier erst mal ein paar Worte sagen, bevor wir anfangen? Also Check-in oder was auch immer. Naja, da fängt dann der oben links an und sagt, ja klar, ich bin, sagen wir mal, XY habe ich das genannt. Ja, ich möchte deren Namen jetzt also nicht da hier anführen. Ich bin der da. Und ich bin wirklich excited, was sagt man excited auf Deutsch? Ich bin wirklich ganz froh darüber, dass ich hier bin. Ich denke, wir haben eine Möglichkeit, wirklich etwas Wertvolles zu schaffen. Und was für mich am wichtigsten ist, für dieses und auch für alle anderen Projekte, ist, dass das, was wir schaffen, sowohl elegant als auch funktional ist. Ich freue mich, dabei zu sein. Das ist oben links, auf sich selbst orientiert, nicht? Alles muss für ihn Sinn machen. Oben rechts, der Aktionstyp sagt, ich bin XY, ich bin energetisiert, ich bin ein Teil von einem so herausfordernden Projekt. Es gibt so viel zu tun und ich denke, wir haben nicht viel Zeit dafür. Deshalb sage ich, wir sollten gleich hineinspringen und herausfinden, was getan werden muss. Und wer es tun soll. Ich biete mich an, eine Liste zu schreiben über das, was zu machen ist. Und lass uns loslegen. Ja, den Aktionismus, den kann man ja hier ganz deutlich sehen, nicht? Unten links, der Beziehungstyp, die auf die innere Erfahrung geht. Hallo alle, ich bin XY. Wow, wir kommen von so vielen verschiedenen Backgrounds und so viele Talente. Ich kann wirklich verstehen, warum man uns für dieses Projekt zusammengeführt hat. Es wird wirklich wichtig sein, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, was wir tun müssen, damit wir auf der gleichen Linie sind, um voranzuschreiten. Dankeschön. Und sie lächelt alle freundlich an. Das ist unten links der Mensch, der sehr, für den die Beziehung ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt kommt unten rechts. Ich bin XY. Ja, es ist ein enger Zeitrahmen für dieses Projekt. Es ist wahr, dass es das Potenzial hat, unsere Kerninfrastruktur des Geschäftes zu beeinflussen. Deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist, dass wir versuchen, die Stärken und Schwächen unseres gegenwärtigen Systems zu verstehen, bevor wir etwas Neues kreieren. Ich denke, das ist alles für den Moment. Das ist, mit denen sich die verschiedenen Perspektiven vorstellen und das, wie sie denken, an dem Projekt teilnehmen zu wollen, können, sollen, müssen, was auch immer. Jetzt, was jetzt spannend ist, ja, jetzt werden diese ganzen Clips nochmal abgespielt, aber aus der Perspektive eines Menschen, und der dann seinen Kommentar sozusagen zu dem abgibt, seinen mentalen Kommentar zu dem, was die anderen sagen. Wir fangen damit oben links an, der auf sich selber orientiert ist und der immer danach guckt, ob was die anderen sagen, macht denn das Sinn für mich? Und jetzt wird gespielt das oben rechts, der Aktionistische. Und während der Aktionistische seinen Vortrag macht, seine Vorstellung, das sagt er oben links, sagt, ach komm, das ist gar nichts, das mich energisieren könnte, wenn man was tut, nur so, um es zu tun. Dann über unten links, das ist die Beziehungsfrau, sagt er, ach, Zeit vergeuden und über das zu reden, was doch schon ganz klar ist, das ist wirklich langweilig für mich. Und über unten rechts sagt er, unsere gegenwärtigen Systeme analysieren, das kann wirklich kompliziert werden und das verwischen, was doch schon längst klar ist. Das ist die Perspektive dessen, für den alles Sinn machen muss und wir auf einen Menschen, der aus einer anderen Originalperspektive kommt, was der von deren Vorschlägen hält und von deren Art da hinanzugehen. Ich habe noch dann oben
rechts, der Aktionist, der jetzt über den oben links, für den es Sinn machen muss, sagt, während er spricht, Jesus, das ist eine Menge Gerede. Ich bin wirklich nicht sicher, ob uns das helfen wird, die Dinge fertig zu kriegen. Und über unten links sagt er, oh nee, sie schlägt vor, eine Menge Zeit zu verwenden, um uns kennenzulernen. Da kriegen wir ja gar nichts fertig. Und über unten rechts sagt er, du scherzt wohl, erst auf das gesamte System schauen, das kann uns wirklich erdrücken. Wir brauchen doch nur zu wissen, was getan werden muss und es dann tun. Okay, jetzt kommt unten links die Relationship, ja, die Beziehungsfrau. Die spricht jetzt über den oben links, für den es Sinn machen muss. Während der erzählt seine Vorstellung. Wow, das ist sehr selbstbezogen. Es geht nur darum, was für ihn elegant ist. Ich frage mich, ob diese Person ein guter Teamspieler ist. Während über oben rechts sagt sie, diese Person scheint so scharf darauf, loszulegen. Aber wir haben ja gar nicht ein gemeinsames Verständnis darüber, was unser Zweck und unsere Intention ist. Ohne das haben wir keinen Kontext für unsere Aktion. Und über unten rechts sagt sie, aber was ist mit den Menschen in dem System? Wenn wir nicht wissen, was für diese wichtig ist, dann wird das, was wir bauen, völlig unwichtig sein. Noch die letzte Perspektive unten links, von dem unten links, von der Relationship-Frau her. Unten links, das haben wir doch gerade gemacht. Über oben, unten links, dann ist es unten rechts, Entschuldigung. Über oben links, wow. Es scheint, dass sein Kriterium für Erfolg seine persönliche Vision ist, die möglicherweise gar nichts mit dem zu tun hat, was gebraucht wird, um das Funktionieren unserer Systeme zu verbessern. Und über oben rechts, den Aktionisten, sagt sie, die To-Do-Liste. Wenn wir nicht erst herausfinden, was getan werden muss, indem wir die Systeme anschauen, die wir beeinflussen werden, dann ist das einfach ein paar Aktionen, die weder horizontal noch vertikal verbunden sind. Und über unten links sagt sie, ah, da gab es schriftliches Material vor diesem Treffen, was die Aufgaben spezifizierte. Und unser persönlicher Lebenslauf war ja auch dabei. Ich kann wirklich nicht sehen, warum wir darüber noch mehr sprechen sollten. Also was daraus wahrscheinlich klar geworden ist, dass jeder aus seiner Perspektive die anderen sieht und irgendwie gar nicht verstehen kann, ja, was die so brauchen und wollen. Und das ist ja als Typologie nicht ganz unüblich, nicht? Und bei allen anderen Typologien, wenn ich von einem bestimmten Typ bin, da denke ich, oh Gott, was haben die anderen denn für Probleme oder was brauchen die dann, nicht? Und ich hoffe, das war jetzt nicht gar zu schnell. Ansonsten, wie gesagt, auf Integral Life über Native Perspectives, da gibt es diese netten Filmchen und ich empfehle es wirklich sehr. Ich fand es ganz lustig und außerdem gibt es dann noch die zweite Folge, wo man rausfinden kann, was die eigene Native Perspective ist. Und das ist auch ganz spannend. Man hätte so eine Idee, aber ganz gut, wenn man das nochmal nachguckt. Ja, ich gebe jetzt an euch weiter, entweder nochmal Klärungen oder was immer auftaucht. Hallo Marie-Rose. Hallo Marie-Rose. Ich schicke dir das zu, dann hast du den Anfang verpasst. Ja, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Auf mich ist im Moment nicht ganz so viel Verlass. Ich war so ein bisschen im Träumen und habe dann, ja, und ich bin auch nicht zu Hause. Ja, und weißt du, wir haben auch am Anfang ziemlich lange über Weihnachten und Ferienzeit gesprochen und dass wir eigentlich alle ein bisschen außer dem normalen Rhythmus sind und nicht ganz so zuverlässig. Ich habe kurz vorher auch was vergessen einfach. Es ist wie aus dem Rhythmus.
Ich schicke dir das gerade mal zu. Ich kann euch das alles allen zuschicken und dann so lang lade ich euch ein, da ein bisschen drüber zu sinnieren. Ja, ganz herzlichen Dank, Heidi, für diese Grundidee, einfach die Quadranten und damit diese Native Perspectives, also die angeborenen oder natürlichen, wie man das jetzt sagen möchte, Perspektiveneinnahme, was sie dann macht. Und was ich jetzt sehr spannend fand, war, wie ich mich darin wiedererkannt habe. Also ich nicht zu sagen, ich habe nur eine Perspektive, aber wieder so, was ist, was man perbt, was ich immer wieder erlebe. Also es war so ein Déjà-vu am anderen, ein Hören von gleichen Sätzen aus Team-Meetings, aus Gruppen-Meetings, wie wenn es immer wieder, es kommt immer wieder vor, so ist es mir gerade gegangen. Und dann war da aber auch so ein ganz, dann konnte ich darüber auch schmunzeln irgendwie. Also innerlich war da so ein Lachen über, wie eng das wird, wenn man nur eine Perspektive hat, ja, immer wieder. Und dann auch das Lachen über mich selbst irgendwo. Bis zu dieser Quadrant ist irgendwie gar nicht meiner oder so. Also es ist, ich fand es jetzt sehr, also ganz bereichernd und gleichzeitig auch ganz einfach. Also nicht so komplex, so kompliziert wie manch andere Systeme. Also herzlichen Dank dafür. So viel erstmal von mir. Ja, mir ging es ähnlich. Und ich konnte jede Perspektive nachvollziehen. Ich glaube, ich wechsle auch von einer zur anderen oft. Also das ist, ja, danke Heidi für die Arbeit. Ganz lieb. Und ja, danke auch ich. Mein Einordensystem ist ganz witzig. Also ich ordne das natürlich oder setze das weniger, merke ich, in Bezug zu mir. Wie kann ich mich einfühlen? Sondern das ist halt so meins, oh Gott, wo könnte man das jetzt aus dem Human Design heraus erklären? Und ich finde das total spannend. So ist man beim Enneagramm ja auch schon gegangen. Dass letztendlich bestimmte Elemente tauchen in allen Systemen auf. Kann man wiedererkennen. Und also mir ist ein Satz jetzt wieder eingefallen, letztendlich, dass wenn man davon ausgeht, da ist ein Blick auf die Welt, eine Perspektive und dass letztendlich jedes Individuum, jeder Mensch eine eigene hat und erst sozusagen die Gesamtheit aller Menschen, die da auf Planet Erde sind, die zusammengeben dann das Gesamtbild. Dass jeder wirklich, also glaube ich auch eine angeborene, also weiß ich auch, eine angeborene Perspektive hat, aber natürlich durch Einfühlung, durch Erfahrungen natürlich welche hinzugewinnen kann und sich in andere auch einfühlen kann. Mehr oder weniger gut. Ja, ich denke, das ist genau die Herausforderung, nicht? Gerade wenn man von so viel, jeder ein anderer Typ ist und man soll gemeinsam arbeiten, zu irgendeinem Ergebnis kommen, es ist ja, wenn man über das anderen Typ nicht Bescheid weiß, ist es schwierig. Dann denkt man einfach nur, was war der wieder? Ne? Also, ne? Und es ist schon wichtig. Insofern finde ich auch toll, dass es ein integralen Forum bzw. Integral Life in dem Falle, das auch mal in Angriff genommen wurde, über die Typologien zu sprechen. Nicht? Und das ist ja eine relativ einfache Typologie, einfach von woher sehe ich die Welt, aber schon ganz schön verschieden. Also in dem anderen Teil, im zweiten Teil, kann man eben gucken, auf bestimmte Fragen antworten und dann am Ende kommt raus, was man für eine eigene Perspektive hat. Und ich habe 4 Punkte auf oben links gehabt und 3 Punkte unten rechts. Und die anderen fast gar nichts. Also unten links, von welchen gemeinsam und erst einmal Beziehungen herstellen und sowas, da war ich auch, etwas so wie der Mensch da in diesem Video auch. Also da habe ich richtig gemerkt, dass mir das grüne Gemeinschaftsdingsbums irgendwie in dem Sinne richtig komisch ist, ja. Aber das war lehrreich zu sehen, ja, wie die verschiedenen Perspektiven sind. Und dass ich in der unteren, im unten rechts,
System, es muss alles zusammenstimmen. Früher habe ich immer gedacht, ich habe mit dem Quadranten überhaupt nichts zu tun, mit unten rechts. Und es ist mir schon in einer anderen Situation aufgefallen, dass es plötzlich hieß, ah ja, organisieren und so. Ja. Und jetzt kam das eben wieder raus, dass es gleich in deinem oben links kommt, wo es alles Sinn machen muss für mich. Insofern, ich sage euch das, um euch einen Geschmack drauf zu machen, das eventuell mal anzuhören und durchzugucken. Man kann eine Überraschung erleben, dass es möglicherweise gar nicht so ist, wie man denkt. Marie-Rose, hast du die Möglichkeit gehabt, das zu sehen jetzt gerade? Ich bin dabei, da reinzuschauen. Ich habe aber noch den Kopf noch nicht wirklich klar damit und auch nicht klar hier jetzt. Ja, okay. Ja, und die Frage ist, wie weit zum Beispiel, wenn es alles, ich gehe jetzt mal von mir aus, muss alles Sinn machen für mich, sonst mache ich es nicht. Ja? Oben links, Perspektive. Wie weit kann das jetzt mit anderen Typologien zusammenhängen? Was würdet ihr sagen? Ich meine, ganz egal, was für ein Enya-Typ ich zum Beispiel bin oder in irgendwelchen anderen Typologien, woran könnte das erinnern? Ja, gibt es überhaupt ein Wesen, einen Menschen, der irgendwas tut, was keinen Sinn hat? Also frage ich mich, ist es nicht für jeden ein Sinn damit verbunden? Ja, weil das gerade in diesem Zusammenhang war ja, dass für die Menschen der Sinn in verschiedenen Dingen liegt. In oben links ist der Sinn wirklich nur für mich. Ah. Unten links ist der Sinn, das muss Sinn machen für alle. Ah. Wir müssen alle übereinstimmen, nicht? Und die anderen Perspektiven entsprechend. Und ja. Eher ein individueller Sinn und sowas wie, also ich bezogen und das andere ist wir bezogen. Ja. Also das ist schon das, was in der Postmoderne aufgekommen ist. Der eigene Sinn, der Sinn im Inneren, also das ist das. Weil oben rechts Produkt, ja, ein klares, konkretes Produkt zu haben, das ist im Orange so richtig entwickelt worden, ne? Das als Zielsetzung zu haben. Und wenn man unten rechts, da geht es um die Systeme, das alles... Das geht schon in Richtung Integral dann. Auch in der Postmoderne fängt es an und wird dann im Integralen noch weiter ausdifferenziert und noch mehr das Gewicht darauf. Fängt auch schon in der Moderne an, dass man Systeme anguckt, ne? Was aber dann nicht heißt, dass man unbedingt die Unten-Rechts-Perspektive als Native Perspective haben muss, um integral zu werden. Nicht? Ganz so ist es nicht. Wir versuchen ja noch nur nach Parallelen. Also eben nicht allein. Und integral heißt ja dann, dass man die vier Perspektiven hin und her geht, ne? Und versucht, genau, die vier immer in Harmonie zu bekommen. Und wenn man merkt, da eine Perspektive fehlt, dann guckt man ja, wie kann ich da vielleicht mich weiterentwickeln in der Perspektive oder was macht das für Schatten, wenn die Perspektive fehlt, dass man das so schon auch analysiert und Feedback darüber sucht. Das bedeutet ja auch nur, dass die Native Perspective, dass man eine von sich aus schon hat und dass man dann die anderen besser entwickeln. Dass eine vielleicht dominant ist, das bestimmt. Mhm. Oder dass man in Stresssituationen auf eine zurückgreift. Da hat man sicher Vorlieben und dann wird es eben eine Typologie. Mhm. Ja. Und dann sind wir ja aber doch viel auch bei den Ebenenentwicklungen. Also nicht so stark bei den Typologien, sondern eigentlich bei dem, in welcher Bewusstseinsebene, welche Perspektive bevorzugt wird oder notwendig ist im nächsten Lernschritt oder so. Also das geht mir gerade so durch den Kopf. Ne? Ich glaube, wenn ich meinen Innenraum nicht erkenne, dann kann ich auch die Innenräume anderer nicht. Also dann kann ich nicht eine Empathie für Innenräume anderer entwickeln. Also so, das heißt, ich brauche eigentlich den links oben, damit ich den links unten irgendwie hinkriegen kann. Also es scheint irgendwas zu brauchen. Ich kann da viel in den Quadranten mit den Ebenen nehmen und ich glaube, dass der rechts unten Quadrant eben das Systemische wirklich auch eine weiter, also eine wirklich fortgeschrittene Perspektiveinnahme braucht, aber eher im Sinn von Personenperspektiven. Also ich
muss eben mehr als eine einfache Metaperspektive einnehmen können, um Systeme in Systemen zu erkennen. Und das hat auch mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Was ich aber gleichzeitig auf deine Frage ganz schön finde jetzt bei den Native Perspectives, ist, dass es, ich habe da sowas wiedererkannt wie introvertiert, extrovertiert, also so ein eher innengerichtet, eher außengerichtet, das wir ja auch in Typologien finden, in einer bestimmten Form. Das ist jetzt vielleicht sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ich sage da mal mehr dazu. Das finde ich interessant. Links und rechts ist ja innen und außen. Ja, genau, das ist es also sowieso. Die Quadranten haben das ja. Genau, so ist es ja definiert, so sind die Quadranten definiert, aber das ist etwas, wo ich einfach viel sehe, dass häufig in Typologien auch da so etwas ist von eher innen oder eher außen. Während dieses Ich und Wir, das finde ich eher bei Kulturen interessanterweise, in Kulturtypologien als in, also ich als Daniela jetzt, als in menschlichen Typologien. Aber vielleicht, wir müssen es wahrscheinlich mit einer bestimmten Typologie vergleichen, um dann genauer forschen zu können. Aber so dieses Innen und Außen ist für mich schon was sehr Sichtbares. Und das eine ist ja, das ist, wo bin ich im Innen und Außen, aber wie bin ich auch im Außen aktiv? Also ich kann ja vom Außen auch nur angetriggert werden oder mir viel reinnehmen, aber nicht in eine Aktivität gehen. Deswegen bin ich irgendwie trotzdem in dem Außen. Ne? Also das, die Frage, was ist Innen und was ist Außen? Frage ich euch. Ich war noch mal am Überlegen zwischen unten links und oben links, ja. Unten links, wenn sie so auf alles fokussiert sind, diese Frau in ihrer Perspektive, kann das sein, dass sie nur nach außen fokussiert ist und nicht auf sich selber dann? Also weil du innen und außen gebracht hast, ich versuche das gerade ein bisschen auseinanderzukriegen. Ich denke, dass die Frau dann schon eher auf Innenräume in dem Kollektiv gerichtet ist und nicht auf äußere Strukturen. Also so, ja. Okay, ne? Das ja. War der große, das ist der klassische Quadrantenunterschied zwischen links unten und rechts unten. Es ist, letztlich ist der Mensch ja nie nur innen oder nur außen. Also das ist immer die Frage, wo... Ich glaube, wenn wir auf Typologie schauen, geht es ja um das Bevorzugte oder das, was ich wähle, wenn ich in Stress bin oder das, was mein Rückzugsort ist, so der sichere Ort, von dem aus ich handle, also die Art und Weise, wie ich handle oder nicht handle. Also das, ich glaube, wir sprechen ja, wenn wir jetzt über Menschen, die sich weiterentwickeln, sprechen darüber. Ich mache mal gerade. Ja, okay. Der sichere Ort oder da, wo die Kompetenzen sind. Mhm, ja. Aber ich war gerade am Überlegen, der unten links Mensch, der braucht unbedingt die Zustimmung oder die Neigung all der anderen, die ja nicht der er selber ist, ja, um fröhlich zu sein und in sinnvoller arbeiten zu können in diesem Setting von ne? Während ein oben links Mensch, dem ist es eigentlich vollkommen wurscht, Hauptsache er kann selber gut arbeiten und wie die anderen dazu stehen, ist eigentlich nicht so wichtig. Das heißt, er kann seinen Sinn als Teil des Projekts unabhängig von anderen finden. Ja? Ob man Zustimmung braucht oder nicht, würde ich nicht daran koppeln. Ich würde unten rechts so definieren, der möchte immer in Gemeinschaft sein. Unten links. Auch ob, ja, unten links, ja. Ob es ihm dabei gut geht, weil es ihm dabei gut geht, aber ob das an der Zustimmung der anderen hängt, das sehe ich nicht unbedingt. Er braucht halt einfach die Gemeinschaft, er braucht den Austausch. Wenn es eher ein Skeptiker ist, dann braucht er auch die Auseinandersetzung. Oder wenn er eher ein Stoiker ist, dann reicht es einfach, dass er da ist. Also wenn man in Kombination mit anderen Typologien dann schaut. Er braucht Gemeinschaft, er sucht Gemeinschaft. Und der oben rechts, der
Dem ist es wichtig, immer in Kontakt mit seinem Inneren zu sein. Ich würde es eher so definieren. Und unten rechts in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und oben rechts ist eher sachbetont, in Kontakt mit, eher sachbetont. Mit Gegenständen. Oder mit, ja. Wenn ich jetzt mal als Beispiel Lehrerinnen, es gibt Lehrerinnen, die arbeiten ganz viel mit Material und Übermaterial, die würde ich eher oben rechts definieren. Und es gibt andere, die haben Chaos in ihrer Klasse. Aber wenn ein Kind sie anspricht, sind sie sofort da. Das würde ich dann eher unten rechts dominant, unten links eben dominant erleben, ne? Und vielleicht die Schulleitung ist unten rechts, ja, wenn sie erst einmal gucken, wie das funktioniert und ob das funktioniert und vielleicht kann man was ändern. Aber wenn man was ändern, müssen wir erst mal gucken, wie das jetzt ging und sowas. Ne? Mhm. Wenn man so eine Vorliebe hat fürs Organisieren, fürs systemisch Organisieren. Ja, und da eignet sich nicht jeder dafür. Wie ist der Lehrer oben links? Der würde zur Not seinen Unterricht durchziehen, ohne zu gucken, ob es überhaupt ankommt? Nee, sehe ich nicht. Ich würde eher sagen, dass der versucht, auch bei dem Kind, das unten ist, der eher eine therapeutische Funktion dafür kompetent wäre. Weil er sein Inneres kennt und dann, wenn er pädagogisch arbeitet, dann versucht auch das Innere einer einzelnen Person zu erfassen. Ja. Mhm. Mhm. Macht Sinn. Wäre so mein Ansatz. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, ob jemand von diesem Ort aus, also dieser Perspektive aus, reif handelt oder sozusagen unreif oder pathologisch, sodass eigentlich der Ort selbst gar nicht so wichtig ist, wenn ich schon andere Perspektiven einnehmen kann und kenne und die auch, ich sag mal, nicht als negativ abwerte permanent, dann kann ich ja eigentlich aus meiner Stärke heraus auch agieren. Und dafür ist ja jeder Quadrant oder jede Perspektive gleich gut, also gleich schlecht geeignet. Aber immer in dem Moment, wo ich die anderen nicht verstehe, abwerte und oder selbst keine alternativen Möglichkeiten habe, ne, zu handeln, aufgrund von zum Beispiel Angst oder so, dann wird es schwierig. Also insofern ist eigentlich ja, das ist ja bei all diesen, das Schöne an, finde ich, den Typologien, dass es diesen Reichtum zeigt. Und gleichzeitig eben die Begrenztheit, wenn ich keinen Zugang zu diesem Reichtum habe. Und wenn es nur für den Moment ist. Ne? Deswegen das, was du vorher vorgelesen hattest, Heidi, also dieses sich darin auch wiedererkennen oder diese Form von Gespräch zu erkennen, diese Déjà-vus schon wieder zu hören, das zeigt ja, wie oft wir als Menschheit oder auch ich in meinen Kontexten, wie sich das eigentlich dauernd wiederholt. Ja? Das ist das, was mein Schmunzeln so vorher ausmachte. Und das finde ich einerseits ganz faszinierend, diesen Reichtum, und andererseits frage ich mich jetzt gerade eben auch, ich werde das auch anhören bei Integral Life, um zu sehen, wo ich gerade stärker bin, um dann eben auch dadurch erkennen zu können, wo ich gerade nicht so bin. Also was ich schade finde, ist, dass es nur, also was die Heidi da jetzt vorgelesen hat, dass sie die anderen eigentlich immer nur negativ bewerten. Sie könnten es ja genauso gut positiv bewerten. Die will schon handeln oder das ganze System. Also warum muss man die anderen Perspektiven abwerten, wie du das eben gesagt hast? Also das ist vielleicht der Lernschritt, ne? dass man die Perspektiven der anderen schätzt. Genau, man muss ja nicht. Und ich denke, was Daniela sagte, und da stimme ich zu, das ist eigentlich im Grunde, wie wir als unreife Menschen ständig miteinander umgehen. Ständig irgendwie kämpfen dagegen. Ach Gott, schon wieder der oder so. Ja? Und dass wir das als Menschheit kollektiv wirklich noch nicht gelernt haben. Ich meine, ich erwische mich öfter dabei, dass ich denke, oh Gott, schon wieder, ja, oder irgend sowas. Aber dass man bewusst drüber wird, ist ja schon mal ganz schön. Aber es sieht so aus, als ist doch die Default
Position der Menschheit, dass man das, was die anderen anders hervorbringen, erst einmal für, naja, hält, nicht? Ja, da ist schon die Frage auch, ab welcher Weltbildstruktur ist es überhaupt möglich, das zu akzeptieren, zu erkennen, zu akzeptieren und dann auch noch das zu handeln, damit wirklich einen konstruktiven Umgang damit zu haben. Und das stimmt, ich finde es gut, Monia, dass du das angesprochen hast. Man kann das wirklich auch positiv ausdrücken, das Ganze. Ne? Das ist ein Schritt weiter. Das bedeutet, wenn du einen Schritt weiter bist, dann wirst du entsprechend darauf nicht mehr negativ diese Eingebungen haben, sondern sagen, oh toll, ja, der hat da dran gedacht oder so, nicht? Anna wollte auch was sagen, gell? Entschuldigung. Ja, weil mir ein Workshop eingefallen ist. Ich weiß ja nicht, wie weit ich, wenn ich über das Human Design rede, ob ich da dazukomme. Aber es gibt so eine angeborene Perspektive, die das Human Design behauptet, nämlich sowas wie einen peripheren Blick zu haben oder einen fokussierten Blick. Als grundsätzlich zwei Möglichkeiten, aktiv eher eben und passiv, rezeptiv und eben fokussiert. Und da haben wir einen Workshop gemacht mal in der Schweiz und es war dann schon spannend, wenn man natürlich hinguckt, was hast du wahrgenommen und du, diesen Vergleich, weil da kann man gleich von Anfang an, ist man ja offen dafür zu gucken, hey, was ist denn deine Perspektive und was ist meine beispielsweise. Und sich das zu vergegenwärtigen. Ja, es gibt unterschiedliche und das ist eine Bereicherung. Das finde ich eben das Wertvolle dran. Weil ich kenne auch, ich bin unglaublich, immer wieder beobachte ich mich selber im Urteilen. Also ich bin einfach mir meiner Urteile und schnellen Meinungen sehr bewusst immerhin und muss nicht mehr alles äußern. Ich beobachte sie aber weiter in mir. Also das ist sowas wie meine innere Reifung, dass ich da einfach, hoffe ich, eben immer bewusster werde. Ja, ich denke, das ist der Weg, ne? in dem wir auch hier uns treffen, aber auch mit den anderen, die Bücher lesen und so weiter, auf dem wir uns begeben haben, nicht? Mehr Verständnis zu finden und je mehr man sowas wie Typologien kennt, desto mehr versteht man, dass die anderen Menschen auch Menschen sind, aber halt andere, wie das Wort der andere Menschen sagt. Und dass nicht alles so ist, wie man selber das sieht. Ja? Ich meine, das berühmteste Beispiel ist ja, glaube ich, das mit dem Elefanten, nicht? Wenn die sieben blinde Menschen an Elefanten geführt werden und die werden gefragt, was sie da fühlen, wenn sie die Hand ranlegen und jeder erzählt was anderes. Nicht? Und darüber sind immer Kriege geführt worden, im Großen und im Kleinen, weil jeder meinte, er hat Recht und der andere nicht. Und stattdessen haben sie alle Recht, aber das größere Bild ist eben nicht gesehen. Und ich denke, was wir tun, indem wir uns mit integraler Theorie beschäftigen und versuchen zu lernen, ist eben den ganzen Elefanten sehen zu lernen von allen Seiten und nicht nur ein Stückchen. Ne? Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, da warst du noch nicht da, Marie-Rose, weil ich habe meiner Enkelin dieses Enneagramm-Buch mit diesen schönen Beispielen, das du da empfohlen hast, weitergegeben. Sie ist jetzt 16 und sie war ganz erstaunt, was es da alles gibt und dann aber interessiert zum Einstieg in die Typologie. Aber wie kann ich mir vorstellen, ist das Enneagramm vielleicht ganz günstig, oder? Was meint ihr? Also ich glaube, das Human Design ist einfach zu komplex, um das zur Typologie für 16-Jährige beginnen. Ne? Und ich meine, ich werde schauen, was sie für Reaktionen hat und ob sie Fragen hat. Und ich habe ja hinten, dass da auch ein Test ist. Und es ist ja grafisch wirklich hübsch gemacht, das Buch. Und ja, was meint ihr? Womit würdet ihr einsteigen? Sie ist schon auch komplex, ne? Also ich finde, also das Einfachste ist natürlich eine Zweier-Typologie, ne? Feminin, maskulin, rezeptiv, aktiv, sowas.
Aber das ergibt nicht keinen Blick wirklich in die ganzen Möglichkeiten von Typologien. Ne? Ich denke, gerade auch in der Pubertät, wo sich ja so vieles neu ordnet, kann ich schon auch eine größere Komplexität erfassen, also vor allem die jungen Leute jetzt, sodass es vielleicht gerade auch gut ist, dass es nicht zu eng ist, also dass es ein paar mehr Möglichkeiten hat. Bei Zweiertypologien sind leicht verständlich, aber wie du sagst, Marie-Rose, sie führen nicht in diesen Reichtum und sie sind sozusagen auch, man kann dann schnell nur zwei Gruppen bilden. Und eigentlich geht es ja da um in diesem Erwachsenwerden auch darum, diese Unterschiedlichkeit zu erfassen, um auch den eigenen Platz zu finden. Also auch die eigenen Stärken zu erkennen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu verstehen, warum er welche Freunde hat und welche nicht und so. Also insofern, ich bin neugierig, Monja, was du einfach erzählst, wie das bei ihr ankommt. Naja, ich habe sie gesagt, sie soll das mit ihrem Freund, weil sie hatte jetzt einen wirklich sehr, sehr intensiven Freund, mit dem gemeinsam machen und sie sollen einmal schauen. Und also da bin ich dann auch schon gespannt. Sie sind am Sonntag bei uns zum Essen und da werde ich fragen, wie weit sie schon gekommen sind. Also wenn ich das Enneagramm mit dem Alter schon gesehen hätte, ich glaube, es wird einiges schon klarer gemacht. Möglicherweise. Ja, danke jedenfalls Marie-Rose für den Tipp. Und es hat mir gut gefallen, das Buch. Ja. Ich denke, wenn wir vieles von dem, was wir uns im Laufe unseres Lebens so erarbeitet haben, dadurch, dass eben die Quellen langsam zugänglich wurden und so, wenn wir das alles schon ein paar Jahrzehnte früher gehabt hätten, wer weiß, wo wir da jetzt wären. Und Gott sei Dank haben es jetzt die jungen Leute irgendwie doch, ich will nicht sagen einfacher, einfacher haben sie es sicher nicht, aber sie haben mehr Möglichkeiten, mehr Zugang zu Informationen und auch zu wichtigen Dingen, die wir damals eben einfach nicht hatten. Ja? Und das finde ich schon toll. Es war auch schön, es sich zu erarbeiten. Also ich habe das sehr spannend gefunden und ja, die vielen Aha-Erlebnisse. Während wenn du jetzt kommst und den kompletten Wilber hast, also bis du dich da durchliest, das ist ja schon mühsam. Ne? Und wir sind doch von Buch zu Buch zu Buch mitgewachsen. Und das war schon, also es passt für mich. Ja, aber ich denke, mit 16 was über die Typologien zu erfahren, das ist schon was. Ja, also schon zu erfahren, dass so wie ich die Welt sehe, nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Ja, es ist wichtig und so, aber dass der andere es genau anders sehen kann. Und das ist mir im Allgemeinen in dem Alter, da hat mir in Groups, wo sie alle das Gleiche sehen, nicht? Und die anderen sind ja die Bösen oder irgendwas, ne? Und das finde ich schon toll. Also, wenn man das in dem jungen Alter schon lernen kann und erfassen kann. Ich sehe den Hauptgewinn darin, sich selbst differenzierter zu sehen und bewusst zu erkennen, wo man dran ist. Ne? Und dann erst die anderen. Ich denke halt im Allgemeinen, also das ist meine Hypothese, in der Welt ist es so, man sieht immer erst in dem anderen, bevor man anfängt, sich über sich selber Gedanken zu machen. Das ist ein Typ. Und der andere Typ macht es andersrum. Ah, okay. Klar. Ja, ganz klar. Welcher Typ? Ich bin der Typ gewesen, der zuerst in mir geguckt und geguckt und geguckt und versucht hat zu verstehen. Und es war endlos schwierig, bevor ich anfing, auch andere zu analysieren. Habe ich nicht gemacht. Aha, okay. Habe ich nicht geguckt. Also wirklich andersrum, als du das jetzt gesagt hast. Ja. Ja. Ich habe an den Spruch gedacht, ich glaube, es ist aus der Bibel, dass man den Stachel in des anderen Auge sieht. Fleisch. Ich weiß der nicht mehr, Balken im Auge, der Balken. Genau, im eigenen Auge. Ja. Deswegen habe ich das gesagt, das hat mich gerade so daran erinnert. Aber allgemein erkennt man ja Schatten bei anderen viel besser als bei sich selbst. Ne? Ja, das meinte ich so. Also das ist auch so eine vielleicht Binsenwahrheit, aber stimmig. Im Allgemeinen, zumindest
alle Typen, die nicht Marie-Roses Typ sind, dann, ich fange das jetzt ein bisschen wirklich. Ne? Naja. Ist ein Witz, Marie-Rose. Das nenne ich vereinnahmend. Ich erinnere mich noch an was, was es vielleicht ganz lustig macht. Meine Tante, mein Onkel haben sich früher mit Astrologie beschäftigt, also sehr intensiv. Und ich glaube, da war ich so 11 oder 12, so in etwa, ja, dass mir das begegnet. Und dann, da hat mich das eine Zeit lang sehr, sehr fasziniert. Und da habe ich mich wirklich auch mit meinem Horoskop beschäftigt und auch mit den, also auch wirklich detaillierter, nicht nur so, ich sag mal, Brigitte. Kurzanleitung zu jedem Sternzeichen, so wirklich intensiver, ist dann aber irgendwann wieder verworfen. Ich denke, dass es mir irgendwann nicht wissenschaftlich genug war oder nicht klar genug. Und auch, es mag auch mit meinen Verwandten zu tun gehabt haben, wie ich sie damals einschätzte. Ja? Also die sind immer mal wieder auf was anderes draufgesprungen, alle paar Jahre. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, die haben einfach esoterisch ein paar Dinge auch gemacht und die konnte ich damals nicht einordnen. Und gleichzeitig hat mich die astrologische Sicht, die hat ja auch diese große Differenziertheit, die hat mich irgendwie fasziniert. Daran erinnere ich mich. Und das ist auch irgendwie dann zwar mal untergegangen, aber irgendwann hatte ich auch wieder Lust, wieder reinzuschauen. Astrologie ist eine extrem komplexe Typologie. Das ist keine Zweier, keine Dreier, keine Siebener, ne? Das ist eine Mischung von 2x6 und 2 und 3x4 und das ist einfach ganz viele Komponenten. Ja. Und eine, die 3x12. Und was hast du gesagt, Anna? Dass das ganze integrale Feld, insbesondere Michael Habecker, also das war meine Riesenenttäuschung. Ich war in einem Sommerretreat und habe den Michael eben kennengelernt und den, jetzt habe ich es vergessen, egal. Lutherbeck. Genau. Und das war natürlich in Aspekten was total schön, weil ich da das hohe Selbst, wir hatten das geheißen, das ist aber jetzt nicht zu dem Thema, aber das hat mir total gut gefallen. Aber wo ich wirklich enttäuscht und schwer daran gearbeitet habe, war eben diese Verdammung der Astrologie. Da war der Verweis auf Ken Wilber hat das auch abgelehnt, das sei esoterisch. Und natürlich bin ich dann, und Michael Habecker hat gesagt, seine Frau ist Astrologin und er hat das geprüft und das ist einfach, gehört nicht ins integrale Feld rein. Und dann bin ich mit meinem Human Design sowieso untergegangen, weil das ist ja mindestens so komplex. Ich wollte dazu sagen, ich habe jetzt im Dezember auf thewisdomfactory.net veröffentlicht ein Interview mit einem jungen Mann aus Mexiko, glaube ich. Und der hat aufgezeigt, wie sehr Astrologie mit integraler Theorie zu vereinbaren ist. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Mir war das ja gar nicht so klar, weil ich war ja auch eher so, naja, Astrologie, na, ist nett. Ja. Aber das empfehle ich da mal anzuhören. Es ist auf Englisch allerdings. Ja. Ja, ich bin schon ganz gut geworden in Englisch. Schickst du den Link oder? Ja, den kann ich unter das Video dann stellen, ja. Gut. Ansonsten, ihr könnt gerne in meiner Webseite ein bisschen rumstöbern. Das findet man auf jeden Fall. Das tue ich gerne. Und ich glaube, jetzt gibt es wirklich mehr, die das auch versuchen zu verbinden, das Integrale, ja. und die astrologischen Formen. Also der Gerhard Höbert zum Beispiel ist da auch ganz... Ja, ganz den hatte ich jetzt gemeint. Der hat jetzt auch bei Michael Habecker, glaube ich, eine gewisse Faszination ausgelöst. Ah. Ich will damit sagen, auch da ist ja Evolution, auch da ist Entwicklung. Ja. Und aber das war auch das Schöne manchmal. Ne? Ja. Manchmal geht man selbst dann weg, weil man Dinge dort nicht findet, obwohl man dann einen Kern an Wahrheit sucht oder da das Gefühl hat, dass man wäre auf der richtigen Spur. Weißt, so geht es mir. Und jetzt schaue ich manchmal wieder in Bereiche rein, wo ich viele Jahre nicht geschaut habe. Und dann hat sich da ganz viel getan und haben auch Menschen ihre Meinung verändert. Das finde ich ganz schön. Also das erlebe ich gerade. Ja, ich schätze eben, dass Ken Wilber
Der hat so darum gerungen, mit seinem Integralen im Wissenschaftlichen anerkannt zu sein, dann kann er es sich ganz einfach nicht leisten, mit Astrologie zu kommen. Aber wenn man sein Horoskop anschaut, also ich habe nicht das genaue Geburtsdatum, also ich habe das Datum, aber nicht die genaue Zeit, aber die Sternkonstellation, das passt so 100%, da kann er sich gar nicht weigern zu sagen, es wäre nichts. Ich habe es halt aber schon gut angeschaut, ja. Ja. Aber es gibt Abgrenzungsprobleme. Zum Beispiel ich bin ein Facebook und mit der integralen Gemeinschaft verbunden. Und der Gerhard Höbert zum Beispiel, der hat das, was ich als Abwertung und Angriff empfunden habe und bin sehr zurückgezogen und mache aktiv so gut wie nichts mehr, lerne nur sehr viel. Also ich kriege ganz viele tolle Impulse, aber ich traue mich nicht mehr vor. Ich bin da wirklich fertig gemacht worden von dem Gerhard Höbert. Ja, ich habe da auch meine Erfahrung, ja. Also wir sollten ja nicht in Abwesenheit der Menschen über die Menschen reden. Ich meine, es ist natürlich eure eigene Erfahrung, die ihr gemacht habt, und das ist okay. Und wir sollten berücksichtigen, was Marie-Rose sagt, dass die Menschen, oder was du das, Daniela, dass die Menschen sich auch entwickeln. Als wir 20 waren, hat man noch eine andere Meinung als mit 30 oder mit 40. Es kommt halt auch einerseits Erfahrung dazu und andererseits Wissen dazu, nicht? Und ich kann mich auch erinnern, wie ich vehement Dinge behauptet habe, die würde ich heute bei Weitem nicht mehr behaupten, wahrscheinlich genau das Gegenteil, ja? Und das sollten wir eigentlich den anderen Menschen auch zugestehen, dass sie sich, ich will nicht sagen irren können, aber dass zu bestimmten Lebenszeiten eben unser Wissen oder unsere Einschätzung oder was auch immer begrenzt ist. Und dass es sich langsam entwickeln kann. Und das Ach Heidi, du wirst ja schon so weise. Gell, ja. Ich mache ja auch The Wisdom Factory und ich bin gerade am Bauen. Ich muss mich verabschieden. Ja, ich fand es wieder ganz toll. Und euch. Ich empfehle euch, wie gesagt, Integral Life. Wollen wir ganz kurz Checkout, Monja? Ja. Ich werde euch am Sonntag dann, wenn die Kinder da waren, die Enkel, werde ich euch dann einmal sagen, ob sie schon hineingeschaut haben und was sie für Fragen haben vor allem. Ich werde sie fragen, ob sie Fragen haben. Das ist eine gute Überlegung. Und ich danke euch allen für heute. Danke dir. Und schönen Rutsch in das Neue. Bitte nicht Rutsch, in meinem Alter rutscht man nicht mehr. Nee, besser nicht. Okay, schreite hinein. Ja, ich schreite hinein. Ciao. Ja. Ja, ich nehme für mich heute mit, also wir machen schon Checkout insgesamt, oder? Genau. Also ich nehme für mich heute mit, gerade jetzt auch die Schlussrunde, die so da war, wie leicht ich auch wieder in Urteile gehe. Ja, also wie gut mein Typ mich immer wieder greift und packt und meine Limitierungen. Und ich muss immer noch drüber schmunzeln. Und ich fand das jetzt ganz, ganz schön, heute einfach mal nochmal aus einer anderen Sicht darauf zu gehen. Also eigentlich auch letztlich sind ja all diese Systeme nur Hilfestellungen, habe ich mir jetzt so gerade gedacht, egal wie. Ne? Und wir kommen eh immer über verschiedene Wege auf Ähnliches. Also inhaltlich Verschiedenes, aber durchaus immer an den Kern von etwas, an dem wir selbst forschen. Also mir ging das heute so. Ich danke euch sehr dafür und wünsche euch auch ein gutes Schreiten in das neue Jahr. Ich wünsche euch auch ein gutes Schreiten. Es ist ja sogar ins neue Jahrzehnt, ist mir klar geworden. Es ist nicht nur ein neues Jahr, sondern ein Jahrzehnt. Und danke jetzt auch, also wirklich diese, ich unterscheide, was ich jetzt auch mitnehme, ist diese Unterscheidung zwischen, wo bin ich selber in Urteilen oder ja, und wo gleichzeitig, wo stehe ich im Hinblick darauf, wie offen ist meine Perspektive oder wie weit ist schon meine Perspektive geworden jetzt im Vergleich, jetzt was weiß ich, mit 50, also noch vor 17 Jahren. Also da denke ich mal wirklich, da habe ich wirklich was dazugelernt, die letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Und dazu gehört für mich eben auch, gehört die integrale Perspektive total dazu. Und das waren eigentlich erst die letzten 10 Jahre. Danke.
Was ich mitnehme, ist die Freude. Ich merke, es ist einfach eine richtige, es ist immer wieder so eine Freude in mir, wenn das Interesse an Typologien da ist. Und wenn wir darüber reden und forschen und ja, und wie viel wir da noch anschauen können und verstehen können. Ne? Und das entspricht wirklich sehr stark meinem Interesse. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir immer noch an den Typologien drin sind. Und auch wirklich mal Allgemeineres, ne? Nicht unbedingt eine, sondern weil es wirklich auch wichtig ist, verschiedene im Auge zu behalten oder mit denen jonglieren zu können, sowas, ja. Und von einer Metaebene auf Typologien zu schauen, ne? Ja, danke. Danke. Ich freue mich auch über Typologien. Also für mich war ja das erste Typologie, wie ich mich intensiv mit beschäftige, das Enneagramm. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich freue mich, immer noch mehr kennenzulernen. Ich kenne jetzt vielleicht 3, 4 andere noch, aber nicht besonders gut. Aber immerhin weiß ich, dass es sie gibt und dass ein bisschen die Unterschiede sind. Und ich freue mich, noch mehr kennenzulernen. Und vielleicht können wir noch ein bisschen kramen, außer Annas. Und dann diese andere, die du kennst, Marie-Rose, ich habe jetzt vergessen, wie die Frau heißt. Dann die Seelenlehre fände ich auch schön, wenn wir noch mal darüber sprechen könnten. Wie hieß die? Danova oder so? Donna Markova, ja. Ah, ja. Wahrnehmung, Wahrnehmungstypen mit Zuständen verbunden. Das ergibt eine eigene Typologie. Ja, es gibt noch sehr viel mehr. Und wer hier zuhört, bleibt dabei. Wir werden uns noch ein bisschen tiefer hineinbohren, ja, in der nächsten Zeit. Also ein gutes Schreiten, Rutschen, Springen. Wie auch immer, hüpfen, wir können ja auch hüpfen, ins neue Jahrzehnt. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.